Bevor wir im Minzmeer fortfahren, werden wir noch schnell Mobs in den einzelnen Leveln nachholen. Den muss man nämlich pro Welt einmal fangen. Wer sich noch daran erinnern kann, er hat in Welt 2 das Zeugs von einem Tod geschnappt und wir sollten ihm das am besten wieder zurückbringen. Das ist wichtig für die 100%. Und ja, mein Zorax, tausend Dank, hier nimmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit. So, und das ist jetzt eine Pi-Eiche. Das ist das gleiche wie der Eichelpilz, nur mit einem Pi drauf. Und zwar, natürlich kann man mit dem was machen. Und zwar, der ist ja auch in irgendeiner Art besonders. Und zwar kann man mit ihm diesen Wirbler, also ihr wisst, diesen Wirbel, den man machen kann, mit dem kann man den dann, diesen Pilz kann man diesen Wirbel dann halt unendlich oft ausführen. So, ich weiß nicht, ob Mopsy, nee, Mopsy hat keinen Bock, ne? Okay. Mopsy hat tatsächlich keinen Bock, das heißt, die in den anderen Leveln müssen wir erst, ja, wir müssen erst warten, bis er wieder Lust hat, gefangen zu werden. Und ein kleiner Fail, wenn man so möchte, und zwar ist das Minzmeer offiziell die dritte Welt. Das sieht man einerseits, wenn man ins Menü geht, dann sieht man bei dem Spielstand diese weißen Flaggen. Und dann sieht man eben, dass bei mir in dem Fall die ersten zwei und die vierte Flagge weiß ist und die dritte eben nicht, weil eben das das Minzmeer ist. Man kann es allerdings auch sehen, wenn man hier unter den Sternmünzen geht. Weil dann sieht man die erste Welt Eichenhain, zweite Sandkuchenwüste, dann kommt das Minzmeer und dann erst die Eiswürfel Eisfälle. Das ist jetzt aber mehr oder weniger egal, weil man konnte ja auswählen, welche Welt man betritt. Und deshalb gehen wir jetzt rein in Minzmeer 1, Strand der 1000 Fontänen. So, und das ist ein Wasserlevel, was mir durchaus gefallen kann, weil es ein Strandlevel ist. So, diese Krebse wollen mich anscheinend mit Steinen bewerfen. Alles klar, da werde ich schon achten müssen, worauf ich trete. Und diese ganzen Fontänen sehen auch wirklich sehr schön aus. Wir kennen das Ganze schon mit Sand, nur hier nochmal mit Wasser. Strand habe ich ja nicht so gemocht, aber dafür, ja, das Wasser sieht halt schon geil aus, ne? Da kann man nichts dagegen sagen. So, ich glaube, auf die Steine kann man sogar springen, aber egal. Und es werden hier sehr viele Eisblumen angeboten. Und ich weiß nicht, wieso. So, ich hol die Sternmünze mal so. Ich weiß nicht, wie man die sonst hätte holen können. Egal, wir haben sie auf jeden Fall so bekommen. Ein Red Coin Ring, den ich jetzt das erste Mal so nenne. Aber irgendwas muss sich ja verändern in diesem LP, ne? Bisher sieht der Level eigentlich relativ geil aus. Auch vom Hintergrund, so von den Bergen, wo auch teilweise das Wasser unterströmt. Also rein grafisch ist das Spiel schon bombastisch. Boah, wie dieser Stein mit der Fontäne hochfliegt, das finde ich ja auch mal geil. Hier geht es bestimmt rein, ja? Okay, was haben wir denn da? Un One-Up mit einer Muschel. Aber Vorsicht, ja genau, sie schlägt nämlich zu. Da muss man aufpassen. So, ansonsten ist nichts, nicht mehr viel drinnen. Und ja, ich spiele ab jetzt wieder mit Mario. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich glaube, in einem Level werde ich noch Mopsy zeigen. Das ist der einzige Charakter neben dem gelben Tod halt, den ich noch nicht gezeigt habe, aber ich hätte gedacht, das kann ruhig noch warten. So, ja. Das war klar. Das war sowas von klar, dass da eine Sternmünze kommt. Und vor allem bei der Mitte, weil
Die mittlere von denen, die einzige ist, die keine Holzbretter unten hat, sprich die Starcoin könnte da ins Wasser fliegen und im schlimmsten Fall sogar untergehen. Das wäre dann suboptimal, aber wir haben sie Gott sei Dank noch bekommen. Und das Level oder den Level relativ gut abgeschlossen. Hat mir gefallen, der Level. War bis jetzt einer der schönsten Level, muss ich sagen. Aber ich glaube, das wird sich hier in diesem Minzmeer relativ schnell legen, weil es hier sehr wahrscheinlich sehr viel Unterwasserlevel gibt. Aber wir sehen hier, wir haben hier ein Geisterschiff. Ja, wir hatten im letzten oder vorletzten Part schon das Geisterschloss da. In der Schneewelt hier. Nee, nicht Geisterschloss, Geisterhaus eben, ne? Das war auch schon ganz geil, aber ich glaube, das Geisterschiff ist noch ein dicken geiler. Tropische Tiefen. Okay, der Name klingt an sich schon schön, aber er beinhaltet Tiefen, genau. An sich mag ich ja Tiefen, aber jetzt geht's ab. Nach unten. Level, die ich nicht mag. Wieso mag ich die Level eigentlich nicht? Eigentlich hat es einen bestimmten Grund zu den Vollblumen, nehme ich mal, weil die... der Eichelpilz hat hier keinen Mehrwert. Und man sieht ja auch schon den Grund, und zwar diese hässlichen und vor allem nervigen... da ist eine Röhre gelb. Blubber. Die sind so unberechenbar. Macht zu aggressiv, okay. Gibt anscheinend nur Münzen dafür. Schade. Okay, Stachelfischer, das... keine Ahnung, wie man die nennt, die gibt's auch. Ist wieder eine gelbe Röhre. Ach komm, hat er... ich glaube, das habe ich gebraucht für die Starcoin. Ich glaube, die Starcoin ist jetzt nur so erschienen, ne? Passiert da auch was? Natürlich passiert ja auch was. Okay. Also optisch auch sehr schön, vor allem der Hintergrund. Ist im Prinzip einer der schönsten Hintergründe überhaupt. Wow, das war knapp. Wir verarschen. Aber ich mag die Unterwasserlevel vor allem nicht wegen den Bloopern, wie schon gesagt. Natürlich passiert ja auch was. Oh, ganz viel Münzen. Mario wird reich. Ja, aber hat jeder seinen eigenen Geschmack, ne? Es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die das Unterwasserlevel richtig feiern. Ich gehöre nicht dazu, aber ist ja jeden seine eigene Meinung. Okay, das war richtig dumm. So, da muss man aufpassen. Die Strömung ist richtig hart, aber ja, nicht übertreiben, ne? Denn dieser Stachelfisch möchte einen anscheinend gern erstechen mit seinen Stacheln. Da bekommt man wahrscheinlich einen Stern, ne? Ich weiß schon. Der wird wichtig. Boah, das war jetzt knapp. Der ist wichtig für eine Starcoin, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wo das Starcoin ist. Ich weiß, irgendwo unten. Also man muss ihn erweitern, ne? Genau, das kommt noch dazu. Ist er da? Ich glaube, ich muss auch schnell runter. Ja! Okay. Aber es ist die dritte. What the fuck? Wo ist die zweite? Die haben wir wahrscheinlich geskippt, indem wir die dritte geholt haben. Nehme ich mal an. Aber okay, dann machen wir den Level halt nochmal. Ja, genau, und deshalb mag ich die nicht, weil die einfach... Jetzt kommt dieser Verfolgerfisch auch noch. Die Stalkerfische. Ist nicht verarschen. Und genau deshalb mag ich solche Level nicht. Was hätte ich da tun sollen? Das war ja derbe asozial. Das war so in der Wasserzahl. Okay. Haben wir die Möglichkeit, die zweite Starcoin schnell zu holen. Wenn sie nach dem Checkpoint kommt.
Das ist natürlich die Voraussetzung. Und ich glaube aber zu wissen, dass die... dass die irgendwo oben ist. Das ist so eine Vermutung. Aber da ist direkt die dritte Starcoin. Hä? Dann skippe ich, glaube ich, damit die zweite Starcoin, ne? Das glaube ich nämlich schon. Da komme ich rauf. Dann wird die Starcoin entweder... entweder oben irgendwo sein oder unten. Ja gut. Dann ist eigentlich schon alles so gut wie abgegrenzt, ne? Aber wir haben jetzt Zeit danach zu suchen. Wir gehen nochmal zurück. Dieser Abschnitt wurde komplett geskippt. Kann sein, dass sie da oben ist. Nee. Ich habe auch Angst, da nach unten zu suchen. Da unten nachzuschauen. Aber wenn da erst der Eingang zur dritten Starcoin war, dann muss er, weil... Da ist sie. Ja. Höchstwahrscheinlich. Aktivierst du den Scheiß jetzt? Bist du dumm, Mario? Oder? Aber nicht sterben, bitte. Ist auch irgendwo die Starcoin, ja. Aber ich mich jetzt gewundert, wo die bleibt. Okay. War dann doch nicht so schwierig. Aber direkt vor der dritten. Soll sie ja nicht abkratzen. Das wäre suboptimal, hätte ich mal gesagt. Also ne, und die Passage haben wir nicht geskippt, genau. Da sind wir mit den Sternen durchgerusht. Jetzt müssen wir halt nur noch die Endpassage überleben, ne? Wenn wir kein Power-Up bekommen... Ach, davon bekommt man eins. Ich warte unten auf dich. Scheiße! Ja. Was zum Teufel? Wie soll ich, wenn da... Ich skip jetzt bis dahin. Ich meine, wir haben die... Was passiert jetzt? Ja, okay. Mopsi. Ich skip bis dahin. Wir haben gesehen, wie man die Starcoin einsammelt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich besorge mir erstmal so ein schönes Power-Up. Stirb, du Aslak, Alter. Du auch. Boah, Alter. Ihr wisst nicht, wie mich die gerade aufregen. Du auch. So, und jetzt raus aus diesem Level, Alter. Boah, das war noch meine Tortur, Leute. Und nochmal sehr schön beendet. Okay. Dann ist ja wenigstens etwas schön hier. Okay. Aber natürlich werden wir noch den Tower machen. Ich weiß nicht, wie die Zeit momentan ausschaut. Vielleicht machen wir auch noch das Geisterschiff. Weil wir liegen momentan der rote Teil bei knapp über 23 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich da noch schneiden muss. Wie viel ich da wegschneiden muss. Weil ich zu dumm bin, darauf zu schauen, aber... lasst mich leben. Vielleicht machen wir das Geisterschloss noch. Für die Entschuldigung meiner Dummheit. Scheiße, ich wollte Skillig holen. Ich soll mich vielleicht nach unten stellen. Vielleicht ein Ticken besser.
Ach, fuck. Komm. Ja, okay. Ich weiß nicht, ich glaube bei 3 oder so liege ich. Ja, okay. 3. Somit schocken wir auf 66. Das war natürlich auch geplant, dass ich 66 bekomme. Wieso denn auch nicht, ne? Das könnte man auch glauben. Den Traum machen wir auf jeden Fall noch. Der gehört dazu. Dilemma im Turm der Dornensäulen. Das ist ein interessanter Titel. Hoffentlich. Ah, genau. Die Cocks sind am Start. Nee, Spaß. Ah nein, oder? Kein Unterwassertower. Okay, darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Ich denke mir nicht, dass da links oder... Da kann höchstwahrscheinlich... Da ist... Ja. War klar. War klar, Gott sei Dank haben wir das schnell abgebrettert. Und da rechts geht es dann hoffentlich nicht rein, ne? Da geht's auch rein. Aber verarscht uns! Ist glatt verarscht. Perfekt. Da sieht man, dass es dann auch weiter rauf geht, aber... Da wird ja nichts mehr sein, oder? Weil ich meine, wir haben einen Starcoin ja schon. Da ist der zweite. Witzigerweise schon. Aber wir haben nichts verpasst. Und Secret Exit sollte hier normalerweise nicht sein, also. War das, glaube ich, nur eine gute Abkürzung. So schnell rauf. Scheiße. Also ist da rechts was? Wo bin ich dumm? Allein weil diese Plattform da ist, ist das schon fraglich. Okay, eigentlich nur deswegen. Aber wir haben noch nicht einmal einen Checkpoint erreicht. Da ist eine Röhre. Also ich glaube, die dritte Starcoin werden wir nicht so einfach skippen. Okay, das ist nur Gimmick. Aber da rechts ist halt noch eine grüne Röhre, aber ich glaube. Die wird auch nicht gerade einen Wert dabei haben, ne? Als. Sehr interessant. Ich glaube, in der rechten Röhre. Da wird auch nicht mehr Interessantes drin sein als in der linken. Okay. War jetzt keine Kunst mit dem Eichelpilz. Wir haben's. Ist, glaube ich, ohne bei weitem schwieriger. Aber wir haben das Glück, dass wir Eichelpilz bekommen haben. Und das ist ein richtig langer, das heißt, wir sollten schnell sein. Sind wir auch. Und das war's auch tatsächlich schon. Wir gehen auch direkt mit dem Eichelpilz rein. Oder mit Eichel Mario eben. Der darf das machen. Wir brauchen doch keine Feuerblume. Für was denn? Dadurch, dass wir unter Wasser sind, obwohl die Feuerblume funktioniert witzigerweise auch unter Wasser. So, und ich bin dumm. Ich bin durchaus dumm. Ich bin richtiger Lappen. Ich sterb hier noch. Ich sterb hier halt echt noch, ne? Ich bin gegen... Ich bin mit Eichelmar reingegangen. Ich habe alle drei Starcoins auf Anhieb gefunden. Ich hatte gar kein Problem mit Secrets.
und verkack bei Bum Bum. Alter. Da unten ist sogar ein Pilz. Das heißt, ich krieg. Das heißt, ich krieg die, den Eichelpilz wieder. Wie geil. Lol. Ich hab's gar nicht verdient. Ja, das war jetzt meiner Meinung nach ein bisschen knapp. Nichtsdestotrotz ist da oben gleich schon wieder der Boss. Ich möchte aber da dann doch noch schauen, ob da irgendwo. Da ist nicht mal eine Blume. Da ist nicht mal was, oder? Ist da unten was? Da ist nicht mal eine Blume, Leute. Kurioserweise. Okay. Dann versuchen wir es jetzt beim zweiten Mal. Da bitte jetzt kein Fehler mehr. Das muss jetzt zu One-Hit geschehen. Bitte One-Hit. Ich meine, wir haben auch noch den Eichelpilz. Und lassen uns trotzdem treffen. Oder... Wir sterben sogar, aber... Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Bum bum. Kann mich mal. Okay, und ich glaube, das Geisterschiff geht sich leider nicht mehr aus. Das sehen wir dann im nächsten Part, Leute. Könnt ihr gerne dran bei Rob 3 Level geschafft. Ich bin ja begeistert von mir. Geht sich der Rest in einem Part aus? Dann müssen wir durchziehen. Wobei, ja gut, ein... Gut, es sind 5 Level. Dann wird es vielleicht ein bisschen längerer Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Wenn ihr euch freut aufs Geisterschiff, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Denn das kommt sicher demnächst. Naja, ciao.